Ja, das geht ja prima los, Alter. Okay, irgendeiner braucht Hilfe. Hier sind Raider. Wer darf nicht sterben? Oh Gott. Irgendwer labert hier. Auch ein legendärer Raider. Warum ich nicht sterbe? Weil du gleich den Kopf hast, Baby. Was hast du denn so? Nudelholz? Ach komm, hör auf. Ich habe ein legendäres Nudelholz. Du nimmst 15% weniger Schaden, wenn du stehst und dich nicht bewegst. Ernsthaft? Fucking Nudelholz als legendäre Waffe. Nochmal ganz kurz. Ein Nudelholz. So, hier ins Regionalbüro wollte ich reingehen, weil wir hier tatsächlich eine Quest haben. Nämlich eins dieser Tonmänner suchen. Wir beschäftigen uns jetzt wirklich mit Nick und seiner Storyline. Denn die scheint ja wirklich ziemlich geil und episch und krass und pipapo zu sein. Oh ja, das wäre alles auch sehr geil, Mann. Wie lange müssen wir diesen Geschützturm ablenken? Wir müssen ihn abschalten. Okay, die haben hier irgendein Problem, sehe ich das richtig? Mein Arsch für eine leere Besenkammer riskiere. Das ist das Amt für Alkohol, Drogen, Tabak, Schusswaffen und Laser. Eins davon muss es hier geben. Und warum sollte ein Geschützturm eine Besenkammer bewachen? Guter Punkt. Ich habe hier eine ziemlich schöne Idee, was wir jetzt machen werden. Wir machen das so selten. Das machen wir jetzt mal. Wir zünden die jetzt mal an. Oh Mann, hoffentlich nicht wieder wilde Buhle. Das muss heute nicht ein Todestag sein. Ich schwitze ja nicht mal. Also nicht, dass das eine Option wäre. Los, wenn du dich traust. Hauptsache, die brennen und sterben nicht. Kann ja auch nicht wahr sein. Oh. Ja, wenn es nicht anders geht. Och, deswegen hatten die Probleme. Echt jetzt? Jeder überlebte Kampf. Das Teil hat euch jetzt gerade so viel Sorgen bereitet? Ja, herzlichen Glückwunsch, ey. Scheiße, ich werde verrückt. Mach Schluss, Jungs. Da ist nichts. Du, Bubi, das kann ich dir sogar verraten. Das weiß ich, dass das geht. Man kann Beziehungen zu jemandem führen. Wir haben auch schon einmal mit Piper drüber gesprochen. Und sie sagte, wenn ich mich ein bisschen mehr für sie einsetze, dann könnte da was laufen. Um das mal auf den Punkt zu bringen. So, wir haben so viel wir haben quasi unendlich Haarklammern, das ist bei uns alles so scheißegal. Wie schön. Und diesen Safe dürfen wir auch aufsperren. Dürfen wir nicht? Da. Geschafft. Wow, hier ist richtig viel Zeug. Es kann verdammt üble Meinungsverschiedenheit gewesen sein. Okay. Das kann man ja alles mal mitnehmen. Ja, der eine Typ, ey. Aber zu Nick geht das logischerweise nicht, ne? Das ist ein Roboter. Aber zu Piper scheinbar schon. Mit all dem Zeug hier könnte man ein tolles Wochenende haben. Ja. Ich glaube auch. Und da ist ein Fatman. Ich muss eine Gehirnerschütterung haben. Jack wird dich schon geistern. Er ist da. Schätze, sie hatte recht. So, mal ganz ruhig, ich will das hören. Detective Valentine. Nick, hör zu. Es tut mir leid. Du hast jedes Recht, wütend zu sein, aber bitte glaub mir, ich hatte keine Ahnung davon. Operation Winters Ende war mein Baby. Ich habe daran geglaubt. Ich glaub noch immer daran. Sie haben uns alle belogen, auch mich. Ich wurde heute Nachmittag informiert, da haben sie mir alles erklärt. Die ganze Sache. Winters Deal mit dem Staatsanwalt. Seine Abmachung, die anderen Familien ans Messer zu liefern. Seine Idee, die Holobänder aufzunehmen und alle seine Partner zu belasten.
Und dass sie eine echte Untersuchung mit einer echten Sonderkommission brauchten, damit es so aussieht, als stünde Winter im Fadenkreuz. Das alles gehört zu ihrem Plan, Nick. Wir können nichts mehr tun. Winter war ein Spitzel für die Typen aus Washington. Er hat direkt dem AADTSL Bericht erstattet. Mhm. Ist alles in den Akten vermerkt. Für seine Zusammenarbeit bekommt Winter volle Immunität. Es ist vorbei. Operation Winters Ende hat sofort sämtliche Ermittlungen und Operationen einzustellen. Die Sonderkommission ist hiermit aufgelöst. Wir haben unsere Rolle gespielt, Kumpel. War zwar nicht die Rolle, die wir erwartet hatten, aber sowas passiert eben. Jetzt sind wir nicht mehr als eine Kiste im Archiv. Nick, hör zu. Alles, was passiert ist, mit Winter, mit Jenny, kein Mensch sollte sowas durchmachen müssen. Du brauchst Hilfe. Das Boston PD hat mit den Eierköpfen vom CIT zusammengearbeitet. Irgendein neues Programm, das sie entwickelt haben, um Traumata zu behandeln. Gehirnwellen scannen oder sowas in der Art. Ist ja krass. Ich besorg dir die Kontaktdaten. Du meldest dich da. Das ist ein Befehl. Kranke Nummer, ey. Was wir hier alles finden. Und ich nehme das jetzt einfach mal als Kompliment an, ob ich mit Cheats spiele oder warum ich unendlich Haarklammern habe. Nein, ich bin einfach nur so gut im Schlossknacken, dass ich meine Klammern nie verbrauche, gefühlt nie, und deswegen über 99 habe. Und mehr als 99 werden nun mal nicht angezeigt. So, oh, hier ist auch richtig gutes Zeug. Oh, Stimpaks, sehr schön. Redex, Schloss sieht stabil aus. Das kann ich mir leider noch nicht leisten. Auch so eine Sache, dass ich das vielleicht auch mal weiter skille, damit ich dann tatsächlich auch mal ein bisschen bessere Schlösser noch knacken kann. Aber das war gar nicht das Band, das er wollte, ne? Ich sehe deinen Kopf. Der heißt Sparta. Hey, ich glaube, da draußen ist wer. Macht Schluss, Jungs. Da ist nichts. Doch, da ist was. Ich bin da nämlich. Und das war's mit Sparta. Ich glaube, dieser Sparta-Typ war ein ziemlich heftiger Kerl, aber wir haben uns mal ganz kurz darum gekümmert. Oh, mal die Molotovs verbraucht, wir benutzen die ja eh nie, ey. Irgendwas Nützliches? Möglicherweise, lass mich mal gucken. Die Raider-Rüstung kann nicht besser sein. Das Gewehr scheint auch nicht so gut zu sein. Aha. There we go. Geschafft. Tja, der Sparta-Kollege, den habe ich mit einem kritischen Treffer mal einfach ganz kurz erledigt. Oh, das war ein schöner Treffer. Das war kein Streuschuss, das war die komplette Ladung. Und genauso hier. Sehr schön. Polierte Metallrüstung. Blei verkleidet. Ist das aber wieder das Teil, was ich schon habe? Im Moment mal links. Oh, das Teil ist einfach mal deutlich besser. Als das, was ich bisher habe. Na hallo! Sehr schön. Oh, guck mal, das hat sich ja richtig gelohnt. Das war einfach mal eine deutlich bessere Rüstung. Cool. Das gefällt mir. Warum liegt hier eine Hand? Ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll. An diesem Ort hier könnte eine Bombe hochgehen. Und niemand würde es bemerken. Möglicherweise, aber hier läuft was. Aha! Oh mein Gott, gibt's hier viele Fälle. Ach du Scheiße. Aber ich glaube, das ist sehr interessant. Gut, hat sich die Karte aktualisiert? Müssen wir jetzt aber nicht alle durchgehen, oder? Nein. In letzter Zeit fragen Eddie Winters Jungs häufiger nach einer Jennifer Lance. Ja, die Jenny, von der sie geredet haben. Aus Südboston. Habe den Namen überprüft und herausgefunden, dass sie die Verlobte von Nick Valentine ist. Achso. Einem der für die Operation Winters Ende eingesetzten Detektive. Bei vorgesetzten schnellen Aufnahme der beiden ins Zeugenschutzprogramm oder zumindest in Kenntnissetzung über Gefahr beantragt. Allerdings wurde der Antrag abgelehnt. Die hohen Tiere wollen die laufenden Ermittlungen nicht gefährden. Aha.
Und das Ganze wäre jetzt auf der Karte dann... Wo? Aber reden wir hier nicht noch von einem Holoband? Das wir noch brauchen? Das müsste doch dann bestimmt da unten irgendwo sein. Aha. Das wäre es doch. Nummer 0. Nachricht an Alexander Strelnikov. Mein verehrter Mr. Strelnikov. Ich weiß, dass Personen in ihrem Berufsfeld Diskretion wichtiger ist als alles andere. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, scheiß drauf. Ich meine, kommen Sie. Eine Kugel einmal quer durch die halbe Stadt und Sie haben Ron Travios sauber weggeboostet. Sie sind ein Künstler, Sir. Sind alle Auftragskiller aus Russland so gut wie Sie? Das bezweifle ich doch stark. Aber hören Sie, Ihr Geheimnis ist bei mir sicher aufgehoben. Eddie Winter, Ende der Aufnahme. Oh, eine mächtige Waffe, da gucke ich mir. Das letzte Mal eine lebende Seele. Hier? Hier sind doch voll viele. Was willst du denn? Hier treiben sich eine Menge Leute rum, ehrlich gesagt. So, Patronen nehmen wir mit. Hier geht's dann einfach wieder raus. Nee, noch nicht. Aber hier gleich. Kamen wir hierher? Mir wurde gesagt, dass meine Detektiv-Valentine-Schilder grauenhaft aussehen. Aber sie sind echt gut fürs Geschäft. Da war noch eine Sache, die ich nämlich ganz kurz machen wollte, bevor wir hier wieder abziehen. Wir haben nämlich das geschafft, aber hier kann ich mal wieder hacken. Und da freue ich mich. So. Was können... Oh, ist ein bisschen schwieriger mit 5 Zeichen. Naja, schwieriger in Anführungszeichen, ne? So, wir fangen an mit Crane. 3 Treffer? Was? Wie wahrscheinlich ist das denn? Da kann es ja nur noch ein Wort geben, das ähnliche Buchstaben hat. Jetzt sehe ich es noch nicht. Das wäre dann Crude. Geschafft. Ja, das konnte, also was anderes konnte es ja auch gar nicht mehr sein. So, über die Gefangenen will ich aber eigentlich, ehrlich gesagt, gar nichts wissen. Ich will eigentlich hier nur die ganze Zeit... Naja. Wenn man von Anfang an in die falsche Richtung geht, dann kann dieses Ding ja nur zusammenklappen. Haben wir hier noch irgendwas? Patronen und nochmal ein Buff-Out. Und dann können wir schon nicht mehr rennen. Nick, ich brauch dich. Mal sehen, was. Hauptsache, er pfeift ihn einfach an. Das ist aber schon sehr unhöflich, gell? Das ist schon sehr unhöflich. Ja gut, der Fatman, der macht natürlich da viel aus. Das mächtige Nudelholz, ey. Sehr geil. Sonst noch irgendwas? Nee, wenn, dann sammeln wir ja meistens eh nur Waffen ein. Okay. Gut. Dann wären wir hier fertig. Wir haben das Band, das wir brauchten. Und wir suchen nach dem nächsten. Das war Band Nummer 0 nämlich. Ich weiß das mit den... Ich kenne den Tipp schon, aber ich krieg das auch so hin. Also, das ist jetzt nun mal nicht wirklich schwierig, ne? Bin ja hier Mastermind-Experte. Mittlerweile weiß ich wieder, wie der Hase läuft. Hab mir am Anfang schwer getan, weil ich das ewig nicht gemacht habe. Aber jetzt ist das überhaupt kein Problem mehr. So, die nächste Nachricht wäre dann da oben beim Center. Huch. Tja. Beim Malden Center, nehme ich mal an. Oder im Firmenhauptsitz. Das weiß ich jetzt natürlich nicht genau, wo da der nächste, was das nächste sein soll. Da gucken wir uns einfach gleich mal an. Dragon, das Problem ist, Blondie war eben nicht besoffen. Der kann eben einfach keine Kamera halten. Ja, gell, der kann gar nichts, der Tim. Das Problem ist nämlich einfach, der Typ war doof, wie Stroh, bei diesen Aufnahmen. Ich wünschte, wir könnten sagen, er war besoffen, aber er war es leider nicht. Jetzt haben wir hier gerade noch ein kleines Massageprogramm nebenbei am Start.
Und jetzt dachte ich, steht da jemand? Oh, Scheiße! Da stehen der Synth! Warum stehen einfach Synths rum? Was ist denn hier los? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh, die haben wenigstens Fusionszellen für mich. Damit kann ich ab. Vor allem, das ist ja. Ich dachte, das wäre eine scheiß Puppe gewesen, ne? Ohne Witz, ich dachte, das wäre eine Puppe gewesen. Hier irgendwo scheint die nächste Zelle zu sein. Die scheint einfach irgendwo so rumzuliegen. Das wäre ja ziemlich cool. Die scheint hier wirklich einfach rumzuliegen. Ja, easy, GG. Waren wir hier nicht sogar schon mal? Ich meine fast, hier waren wir schon mal. Nachricht an Robert Cooper. Das war gute Arbeit, Bobby. Die Frau und das Mädchen werden nichts sagen. Keine Sorge. Wenn die Schecks von der dicken Lebensversicherung erstmal kommen, wird sich Mrs. Montrano wünschen, dass ihr fetter Arsch von Mann schon vor 5 Jahren ins Gras gebissen hätte. Und wie es weitergeht, das überlasse ich dir. Strand, Sandwichladen, Schrottplatz, ist egal, wo er landet. Solange Johnny Senior nie herausfindet, was mit seinem kleinen Fleischklops passiert ist, müssen wir uns keine Gedanken machen. Eddie Winter, Ende der Aufnahme. Okay, da siehst du, haben wir doch 2 recht schnell gefunden. Das war ja gar nicht mal so tragisch. Und was müssen wir hier jetzt noch machen? Wahrscheinlich die nächste Holoband-Aufzeichnung irgendwie den Tipp kriegen, wo wir hin müssen oder so. Naja, hier. Genau. Das nächste Beweismittel. Beweismittel XY und Aufzeichnungen der Urkundenfälschung. Alles klar. So, das bedeutet, unser nächstes Ziel wäre dann beim 8. Revier? Das 8. Revier haben wir noch gar nicht. Und das hier wäre... Okay, pass auf, wir könnten jetzt zuerst mal zur Polizeistation Südboston gehen, weil das haben wir wenigstens schon. Und danach müssen wir das 8. Revier noch raus erstmal finden. Und genau das ist ja das Problem. Er hat die Decke gefilmt, war nicht betrunken. Verstehst du endlich das Problem? Das ist halt, wenn Menschen nicht wissen, wie man mit einer Kamera umgehen kann. Sie denken, sie nehmen das auf, was sie mit ihren Augen sehen und gucken mit ihren Augen dahin, aber haben die Kamera woanders. Das ist so, wie wenn ich jetzt sage, ich filme jetzt die Kamera, ich gucke in die Kamera und will euch filmen. Und ich mache so. Verstehst du? Gibt Leute, die können es halt einfach nicht. Oder? Ich glaube, die Lola kann das besser. Die Lola kann das sogar sehr viel besser. Die Lola hat nämlich schon mal was gefilmt für mich und die ist eine sehr begnadete Kamerafrau. Nee, über dich. Wir haben gerade darüber geredet, dass der Blondie eine Pfeife ist. Ist das nicht? Guck mal, können wir direkt rein. Guck mal, wir sind direkt richtig. Direkt richtig, direkt zack, boom, vor die Tür. Wuhu! Okay. So, da siehst du doch mal. Da können wir doch da gleich mal reinmarschieren. Dann räumen wir da mal auf, falls da irgendwer ist. So. Ich meine, hier waren wir schon mal, oder? Ach, der ist ja direkt das Holoband. Das kann ich noch nicht machen, den Wecker brauchen wir nicht. Du, wenn die Reise so schnell geht, muss ich sagen, ist es gar nicht mal so wild. Da ist das ja gar nicht mal so wild. Da haben wir doch Winters Holoband-Aufzeichnungen. So, Karte aktualisiert. Haben wir sonst noch irgendwas Interessantes? Ich glaube, das interessiert mich jetzt alles erstmal nicht. Und das Holoband liegt oben. Ja, oben. Und da ist garantiert irgendjemand noch, oder? Da draußen ist was. Da draußen ist was? Hast du den Bouncy gesehen? Der hält ja voll viel auf.
Ich sehe gerade, ich muss langsam mal meine Waffe wechseln, so sehr ich sie liebe. Ich habe kaum noch Schrotmunition. Ich muss jetzt leider mal die Waffen wechseln. Denn dummerweise... Ach, hier sind einfach nur noch ein paar neue Hunde. Wir waren hier schon mal. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, wir müssen mal dringend ein paar die Waffen durchwechseln. Also... Problem ist, wir hatten halt die ganze Zeit tatsächlich nur Menschen als Gegner. Weshalb sich die Shotgun halt immer lohnt. Ehrlich? Aber... Wir müssen mal ein bisschen anders arbeiten, ansonsten wird das hier nichts. So, da ist das nächste Holoband. Nummer 4. Nachricht an Buster Connolly. Das war ein schöner Beitrag, den Sie da über den Bau der Einschienenbahn geschrieben haben. Himmlische Highway, mörderische Mäzene, nett. Aber ich glaube, Sie überschätzen das organisierte Verbrechen etwas. Die Bostoner Familien, die sich zusammentun, um ein öffentliches Bauprojekt zu finanzieren... Also bitte. Ganz offensichtlich haben Sie noch nie mit diesen Typen zu Abend gegessen. Die können sich kaum auf eine Vorspeise einigen. Und wenn es ans Bezahlen geht, schauen alle immer woanders hin. Die Bosse hatten ihre Finger im Honigtopf, das stimmt. Aber nicht so tief, wie Sie uns hier glauben machen wollen. Eines aber haben Sie richtig dargestellt. Sicherheitsinspektorin Alice Lenski wurde umgebracht. Aber Sie werden sie nie finden, weil nichts von ihr übrig ist. Nachdem er ihr mit einem großen Schraubenschlüssel den Schädel eingeschlagen hatte, hat Vinny, der irre Vannucci, ihre Leiche in einem Fass mit Salzsäure aufgelöst. Au. Also schreiben Sie Ihren Folgeartikel. Und dann informieren Sie ruhig die Bullen darüber, dass die Mordwaffe an der Wand in Vannuccis Garage hängt. In der Prince Street 4. Eddie Winter. Ende der Aufnahme. Na, herzlichen Glückwunsch, ey. Okay. Puh, ja, gut, Leiche mit Salzsäure auflösen, kennen wir ja irgendwo her, aber, yay. Autsch. Gut, dann würde ich sagen, direkt zur nächsten Nachricht. 4 haben wir schon, das ist ja eigentlich ein ganz gutes Tempo, das wir hier fahren. Und, gucken direkt mal, wo das nächste jetzt wäre. Wir haben jetzt mehrere Stationen, also hier bei dem Polizeirevier oder hier. Gut. Dann müssen wir beim einen müssen wir laufen und hier unten. Oh Gott, hier war doch so viel Action. Oh je. Dann machen wir. Tue ich das mal hinten anschieben. Und dann gehen wir erstmal. Wo wäre denn jetzt der kürzeste Weg? Wahrscheinlich vom Trinity Tower, oder? Na, es ist wurscht eigentlich. Gut, vom Trinity Tower. Da sind wahrscheinlich Supermutanten, aber fuck it.